Dieser Weihnachtsmarkt in Madrid ist gut besucht. Doch das Bild ist trügerisch. Viele Spanier müssen zu Weihnachten den Gürtel enger schnallen. Das Land steckt tief in der Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 25%. Viele Menschen treibt die Angst vor einer ungewissen Zukunft um. In diesem Jahr gebe ich weniger aus. Heute habe ich noch einen Job, aber wer weiß, wie es ab Januar aussieht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht entlassen werde. Es werden so viele Betriebe und öffentliche Dienstleistungen eingestellt. Vor ein paar Jahren konnte ich 300 oder 400 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Dieses Jahr sind es wahrscheinlich nicht mal 100 Euro. Mit einer harten Sparpolitik stemmt sich das Land gegen die Schuldenkrise. Das Weihnachtsgeld wurde für viele Beschäftigte gestrichen. Die Preise hingegen sind gestiegen. Die Mehrwertsteuer wurde von 18% auf 21% angehoben. Wir erwarten, dass die Weihnachtsausgaben pro Familie von 1.000 Euro im Jahr 2007 auf 600 Euro im Jahr 2012 fallen. Die Effekte der Krise werden dieses Jahr fast alle spanischen Familien treffen. Gut besucht ist dieser Stand der staatlichen Weihnachtslotterie. Für manche scheint die vage Aussicht auf den Jackpot realistischer als eine Arbeitsstelle zu finden. Ich suche seit einem Jahr einen Job und finde keinen. Vielleicht hilft es mir und meiner Familie ja, wenn ich einen Lotterielos kaufe. Ein unbeschwertes Weihnachtsfest wird es in diesem Jahr für viele Spanier nicht geben. Zumindest die traditionelle Süßspeise Turrón hilft dabei, den bitteren Beigeschmack der Festtage zu vertreiben.